250.000. Was? Wie? Abonnenten? Nein. Aufrufe. Ein herzliches Willkommen zum neuen Update. Eins vorneweg wegen den Haaren. Letztes Mal, als ich so lange Haare hatte, hat es geheißen, ich soll mir die Haare doch irgendwie richten oder so. Es schaut ja scheiße aus und ich will einen schlechten Ruf auf Gamer bringen. Falls derjenige, der das letztes Mal gesagt hat, noch dabei ist, würde ich ihn bitten, via Spendenaktion auf meinem Kanal 35 Euro für die Tube Haargel da eben zu überweisen, denn das mache ich ja für euch. Da kann er ruhig ein bisschen was beisteuern. Also wenn du das dabei bist, fühl dich bitte angesprochen. Und das hält sowieso keine 20 Minuten, die ich hier aufnehme. Also, okay, bevor es jetzt mal weitergeht, erstmal Infos, warum jetzt nichts kam. Ihr hört es vielleicht noch, ich bin krank gewesen, noch immer, keine Ahnung. Ganz kuriert bin ich noch nicht. Ja, ich lag mit Fieber und Husten und Halsschmerzen und am Anfang auch keine Stimme im Bett. Komplett brachgelegen bin ich Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und heute Dienstag geht's wieder. Das heißt, ihr seht das jetzt am Mittwoch, das heißt, ich habe es gestern aufgenommen, im Vorhinein. Ja, also ich bin jetzt halbwegs wieder beisammen und versuche alles wieder in den Griff zu kriegen. Und am Freitag geht's regulär mit Videos weiter. Das heißt, nicht heute, wenn ihr das seht, am Mittwoch, sondern erst am Freitag. Grund ist einfach folgender, ich habe für letzten Freitag eigentlich noch hochgeladen gehabt, aber ich konnte mich halt nicht mehr rühren. Ich habe das ja vom Handy ausgeschrieben, dann auf Facebook und so. Und das Video mit dem Laptop noch schnell gemacht und dann hochgeladen und ja, sorry dafür auf jeden Fall. Ich bin einfach nicht mehr dazu gekommen dann und ich bin wirklich blank gelegen und konnte nichts mehr machen. Außerdem habe ich ja nur einen gewissen Teil vorproduziert und wenn ich den jetzt rausgedrückt hätte, ich wusste ja nicht, wie schnell ich gesund wäre, hätte ich jetzt schon Stress, denn jetzt wären die Folgen schon zu Ende. Jedenfalls ab Freitag wieder in voller Stärke da. Die ersten Videos werden auch jetzt schon hochgeladen. Während ich das aufnehme, sprich, das läuft dann schon wieder. Update, kurz ein paar Topics, was jetzt alles ansteht und dann geht's auch schon, ja, voll Ungeduld in Richtung Freitag. Ganz wichtiges Thema zuerst, Charter 67 ist wieder da. Wer es vielleicht weiß, der ist ja selbst sehr guter Let's Player, war jetzt über 6,5 Monate, fast 7 Monate oder so weg, weil er kein Internet hatte. Ist jetzt wieder da, spielt weiter GTR 2, Burnout, Paradise glaube ich, Crysis 2, Assassin's Creed, was halt alles gerade noch so am Laufen war bei ihm. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr da früher auch vorbeigeschaut habt, wenn nicht, werft mal einen Blick rüber. In GTR 2 hört er mich auch die meiste Zeit, da bin ich Co-Moderator und ebenso wird er wieder in ein paar Aufnahmen auftauchen. Zum Beispiel in der aktuellen Siedleraufnahme oder in der neuen 1701 Aufnahme, die jetzt dann irgendwie stattgefunden haben werden tun, wenn ihr das hier seht. Und dementsprechend einfach mal reinschneiden. Ist ein ganz sympathischer, guter Let's Player. Hat auf jeden Fall ein paar Abos mehr verdient, als er jetzt hat. Also einfach mal reingeschneit. Anno 2070. Ja, das macht jetzt Pause. Der Tabellen Schulstress hat, wie gesagt, es fehlt nicht mehr viel. Ich weiß, wir haben die Monumente fast, aber ich kann es halt nicht ändern. Zuerst hatte er Schulstress, dann hatte er mal Zeit, dann ging mein Anno nicht, weil man es dann in einem gewissen Zeitraum zu einer gewissen Anzahl oft aktivieren kann. Da habe ich aber Rechner, zuerst Grafikkarte getauscht, musste ich neu aktivieren. Dann bin ich umgezogen, musste ich neu aktivieren. Dann habe ich Prozessor getauscht, musste ich neu aktivieren. Und dann ging es halt nicht mehr. Da hat mir das Spiel gesagt, blöd. Extrem blöd. Aber geht nicht mehr. Dachte ich mir, okay. Dementsprechend habe ich jetzt gesagt, okay, Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde läuft. In Widmung für meine Freundin. Auf jeden Fall Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde, ein ganz nettes Strategiespiel, weil es eben nicht darum geht, dass man eben möglichst schnell die Basis hochzieht und dann einfach nur Einheiten pumpt fleißig, ohne irgendwie was Großartiges zu machen. Und erst dann mit vollem Karacho über die gegnerische Base zu wischen und die mit einem Fähig wegzudrehen, sondern einfach viel mehr drum, diese ganze strategische und taktische Ding, wo schiebe ich als Einheiten hin und her, dass es Sinn macht und vor allem, dass mich der Gegner nicht selbst überrennt. Finde ich ganz gut, fehlt eigentlich heutzutage ziemlich krass so ein Spiel. Okay, es gibt Civilization, das ist rundenbasierend, da kommt jetzt auch Beyond Earth, das ist auch schon bestellt. Anderes Thema kommt gleich.
und dann eben die ganze Schubmasche rein. Nein, man muss wirklich Stück für Stück sich vorarbeiten, auf die ganze Karte verteilt, links und rechts und auch in der Mitte natürlich aufbauen. Und erst dann kann man irgendwann den Gegner einrennen, weil sonst kommen die von allen Seiten her und zermanschen einen. Finde ich sehr gut so. Bin ich schon gespannt, wie das weitergehen wird. Gibt natürlich auch dann diese Gefährten-Quests, wie es eben am Anfang war, dass man eben mit der Gefährtengruppe ein bisschen rumrennen muss und da eben verschiedene Dinge eben dann erfüllen muss. Eine weitere traurige Sache, Streams wird es nur noch sporadisch geben. Sporadisch. Spor, warte mal, das habe ich auch irgendwo hier. Streams wird es nur noch sporadisch geben. Folgender Grund deswegen, die letzten Streams waren eine Katastrophe, gelinde gesagt. Es gab Streams, da waren 2-3 Zuseher und vielleicht eine Zuseherin und dann war es das auch schon. Noch dazu ist meine Leitung eben so scheiße, dass ich die Spiele, die ich eigentlich gerne streamen würde, nicht streamen kann. Ihr merkt das Problem, oder? Was ich machen könnte, ist Anno auf 480p streamen. Ja, toll, oder Civilization auf 480p streamen, aber wer will es denn sehen? Und Hearthstone allein ist anscheinend nicht Anreiz genug, das habe ich die letzten Wochen gemerkt. Deswegen kommt in letzter Zeit halt auch nichts mehr. Ja, und dementsprechend einfach mal abwarten. Falls ich irgendwie an eine bessere Leitung rankomme oder eben auch umziehe, man weiß ja nie, dann ja, aber vorerst momentan, sorry, sporadisch hin und wieder mal Hearthstone, vielleicht am Nachmittag oder manchmal auch am Vormittag, je nachdem. Aber tendenziell eher seltener wieder. Also so wie früher mehr Fokus auf Let's Plays und so, weil es momentan einfach auch zu viel wird, habe ich festgestellt. Aber dazu komme ich auch gleich wieder. Und noch etwas Neues steht an, und zwar so ein Mini-Technik-Format. Das haben sich ja mehrere schon gewünscht. Und jetzt kann ich es endlich ein bisschen angehen. Und zwar habe ich damals diesen Prozessorwechsel mit RAM-Wechsel und CPU-Lüfterwechsel quasi gefilmt. Ich habe das Video auch schon im Schnitt und es läuft alles eigentlich ganz gut. Das Ding ist noch folgendes, ich brauche einen Namen für das Format. Jetzt hätte ich vorgeschlagen Techtelmechtel, also irgendwie einfach um das irgendwie so zwiedreitig reinzudrehen und so, aber keine Ahnung, vielleicht habt ihr da auch Vorschläge, wie ihr so ein kleines Technikformat für zwischendurch nennen würdet. Es kommen keine regelmäßigen Folgen, das sage ich gleich dazu, es kommt halt hin und wieder mal ein bisschen was, wenn ich gerade was rumschraube am Rechner. Oder vielleicht am Rechner von jemand anderem. Wenn sich gerade was bietet. Dementsprechend, falls ihr da Namensvorschläge habt, gerne in die Kommentare. Anno 1701 ist ja auch so ein schöner Kandidat. Ihr habt abgestimmt, danach kommt Rome 2. Wir sind jetzt mit 1701 fast fertig. Nächste Aufnahme ist wie gesagt noch mit Charter, da bin ich schon gespannt drauf, wie das läuft, weil Gesprächsqualität ist dann auf jeden Fall wieder sehr gut. Dementsprechend würde ich euch einfach bitten, da noch dran zu bleiben. Rome 2 kommt bald. Das Ding ist nur, wenn es nicht läuft, wird es halt wieder abgesägt. Ich habe jetzt übrigens für Rome 2 folgendes. Entweder wir spielen den alten Spielstand weiter, den gibt es natürlich noch, also den mit den Römern, wo wir schon nicht schlecht dabei waren, oder nachdem mittlerweile so viele Patches und DLCs gekommen sind, können wir natürlich auch etwas komplett Neues spielen. Da bräuchte ich aber eure Meinung, und jetzt ratet mal wo, genau, da unten, Kommentare, ich bitte darum. Ein weiteres Thema sind die Philo-Artikel, also die philosophischen Artikel am Blog. Ich habe im Oktober angefangen, einen zu schreiben, der kam auch raus. Habe einen zweiten begonnen, der ist gerade in Arbeit. Da geht es um Dummheit und vorzeitiges Aufgeben oder vorzeitiges Beenden durch die Dummheit. Ziemlich spannendes Thema, ziemlich komplex. Ich arbeite dran. Ich habe auch noch eine Planung, also ein Konzept, ein grobes für einen weiteren Artikel. Aber ich fürchte, im Oktober wird es nichts mehr kommen. Das heißt, die werden erst im November irgendwann auftauchen. Tut mir leid dafür. Aber ich fürchte, ich werde es nicht mehr schaffen. Ein weiterer Punkt, der jetzt noch ansteht, ist Anno 1404. Ihr wisst es ja vielleicht, ich habe es ja angekündigt vor ungefähr 6,5 Monaten, das kommt wieder. Und zwar hätte das eigentlich der Nachfolger von 1701 sein sollen. Und zwar mit Charter, der ja dann weg war. So. Folgendes Problem jetzt, und zwar auf diesem Sendeplatz, wo jetzt ja 1701 ist,
kommt jetzt Rome 2 danach. Das heißt, wir zögern das Ganze jetzt ein bisschen hinaus und nach Siedler kommt keine Abstimmung, sondern da kommt Anno 1404. Problem dabei ist jetzt insofern noch folgendes, dass ich dann den Senderplatz alles ein bisschen verschieben muss. Das heißt, was jetzt Dienstag, Donnerstag, Samstag kommt an Herr der Ringe, wird sobald dann eben Anno wieder kommt, verschoben, damit dann Herr der Ringe und Anno eben Platz tauschen, damit Anno wieder Dienstags, Donnerstags und Samstags kommt. Damit halt die Anno Days erhalten bleiben. Oder wollt ihr vielleicht Montag 14.04, Dienstag 17.01, Mittwoch war es glaube ich auch 14.04, dann Donnerstag 17.01 und dann Samstags wieder 17.01 und Sonntags 14.04. Muss ich noch schauen, wie sich das alles jetzt ausgeht, auch wie ich mit den Sendeplätzen mit Charter zusammenkomme, weil wir ja dann gleichzeitig die Folgen rausbringen, weil er ja auch aufnimmt. Dementsprechend, vielleicht wird es auch Montag, Mittwoch, Sonntag fix, ich weiß es noch nicht. Aber generell mal eure Meinung dazu in die Kommentare auch bitte. Anno Days behalten, Dienstags, Donnerstags, Samstags, oder sagt ihr, okay, reine Anno Tage interessieren mich sowieso nicht, ich hätte lieber mal eine Folge Anno und vielleicht was anderes am Tag. Einfach mal eure Meinung frei da unten rein. Und zum Abschluss noch ein kleines Thema, und zwar habe ich das Gefühl, dass es in letzter Zeit einfach zu viel wird, dass ich zu viel rausdrücke, zu viel rausbringe. Ich habe halt gesagt, täglich zwei Let's Plays mit Abendprojekt und oft sogar drei. Montags der Stream, Samstag Let's Replay, Sonntag Let's Talk About. Ich habe sowieso nicht einhalten können mit Replay und Talk About. Das heißt, es lief halt sowieso nicht. Der Stream war ja auch nicht wirklich das Glanzstück, deswegen fällt der jetzt auch wieder weg. Einfach weil meine Verbindung das nicht hergibt. Ich würde gerne wahnsinnig mehr mit euch zocken, wahnsinnig gern mehr verschiedene Spiele zocken, aber das gibt meine Leitung nicht her. Und bevor ich mich jetzt hier ewig irgendwo versemmle und vergammle und den ganzen Stream-Blog irgendwie zugrunde richte, was ich sowieso schon gemacht habe, lasse ich da lieber sein. Abendprojekt wird wieder eins kommen. Das ist ja auch gerade in Produktion. Bleibt wieder eine Überraschung für euch. Bin ich aber jetzt gerade dabei zu produzieren auch. Habe jetzt 6 Folgen fertig davon. Also die erste Aufnahme. Und muss das jetzt einfach noch weitermachen, aber zuerst natürlich die regulären Projekte, das ist eben das. Weil ich halt gesagt habe, Abendprojekte so nebenbei aufnehmen, bis sie vollständig sind und dann auf einmal rausdrücken. Gut, insofern war es das, glaube ich, für heute. Nein, war es noch nicht. Ich will natürlich auch eure Meinung dazu hören. War es einfach in letzter Zeit zu viel, weil ich habe es gemerkt, dass bei den Let's Plays die Aufrufe einfach zurückgegangen sind. Es war einfach überall unter 10 Aufrufen teilweise, und bei 400 Abonnenten oder 410, die wir mittlerweile wieder haben, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, hätte ich doch zumindest so an die 20 bis 30 Aufrufe pro Video in den ersten 24 Stunden gehabt. Ich weiß, das ist ein hohes Ziel, man sagt so ca. 10% der Abonnenten schauen täglich, das wären 40 Aufrufe. Mit 20 bis 30 Erwartungen bin ich ja dort eigentlich ganz gut dabei. Ich würde generell mal interessieren, wie oft schaut ihr meine Videos, wann und vor allem warum und vor allem welche Let's Plays. Und auch wenn ihr normalerweise nicht kommentiert, bitte schreibt jetzt einfach mal runter, was ihr schaut, wie oft und warum. Ich möchte einfach wissen, was ich mehr in den Vordergrund rücken kann wieder. Vielleicht ist ja so, vielleicht ist gut. Die Anno-Schiene, die ich damals angefangen habe, als ich gesehen habe, okay, Anno wird wahnsinnig gern geschaut, die läuft ja mittlerweile irgendwie so ein bisschen ins Leere, und deswegen möchte ich einfach schauen, okay, was wollt ihr sehen, was wollt ihr gerne haben? Und während zum Beispiel Command & Conquer verdammt gut läuft, geht Siedler mehr so schleppende Wege. Deswegen einfach mal die Frage, wollt ihr was Bestimmtes sehen, dann sagt es mir bitte einfach in den Kommentaren. Es ist halt so, dass ich dann die Umfragen aufgrund dessen nehme, worauf ich selbst Lust habe, beziehungsweise was es schon mal gab, beziehungsweise was man eventuell sonst noch Let's Playen könnte, worauf ich einfach Lust habe. Dementsprechend einfach mal eure Meinung genau da unten rein. Gut, das war's jetzt aber. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, und jetzt löse ich noch schnell den Eröffnungsjoke quasi auf. Wer es nicht geblickt hat oder kapiert hat oder gesehen hat, ich habe damals auf Facebook, als wir die 250.000 Aufrufe gehabt haben,
mich ganz herzlich dafür bedankt, das möchte ich jetzt nochmal machen. Danke für 250.000 Aufrufe. Eine Viertelmillion Mal wurden meine Videos angeklickt, bei knapp 2.400 kann man sich hochrechnen, wie viele pro Video circa abfallen. Problem ist jetzt dabei noch folgendes, und PewDiePie macht das in einer halben Stunde. Okay, jetzt bin ich kein PewDiePie, ist klar, aber ich wollte es einfach nur zum Vergleich mal hinhalten. Und ich bin, obwohl ich weiß, dass es andere in einer halben Stunde schaffen können, trotzdem irgendwie so endlich stolz und dankbar dafür, dass ich das mit euch hier quasi geschafft habe. Genauso wie die 400 Abonnenten, oder 410 mittlerweile wieder. Genauso wie es dann auch bei den 500 Abonnenten wieder aussehen wird, oder bei noch mehr, je nachdem wie viele wir eben werden. Bei 500 steht ja auch das nächste Abonnenten-Special an. Okay, insofern, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, habt eine gute Zeit, habt Spaß, was immer ihr auch macht. Und wir sehen uns dann in den Let's Plays ab Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Es macht so und so kein Bild, das bleibt total egal. So ein Mini-Technik-Format haben sicher mehr. Ein weiterer Punkt, der jetzt noch ansteht. Boah. Tense Makes Sense hat gerade ein Video hochgeladen.